Hallihallo Freaks, willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sulfa, zum Spiel Team Fortress 2. Heute als Scout unterwegs auf Hightower. Ich denke, ich fange mal mit dem Livestream an. Das ist so das, was jetzt das Neueste und Coolste überhaupt war. Und ich hoffe, dass bei mir gerade alles richtig läuft. Oh mein Gott. Wisst ihr, was ich mal gesagt habe, dass ich Probleme habe, mit der Waffe zu zielen? Ich weiß nicht, warum ich sie genommen habe, aber irgendwie wollte ich sie heute mal spielen. Und zwar der Livestream, der war ja richtig cool, sagen wir es mal so. Der war richtig cool, der Livestream. Für alle, die den verpasst haben sollen, ich hatte an dem Tag, das war auch eher so eine halbe spontane Entscheidung, die ich da getroffen hatte. Und zwar, ich war mir erst nicht ganz klar, ob ich den Livestream mache, weil ich hatte noch nichts vernünftig eingestellt gehabt und so weiter. Das war also alles so ein bisschen auf Lack getrimmt, sagen wir es mal so. Es hat dann alles geklappt, ich hatte auch ein Video zu veröffentlicht, aber so wie es nun leider ist, die Videos werden... Wenn ich jetzt zum Beispiel heute ein Video veröffentliche, wird das heute noch angeschaut, aber die ganzen Views, die Hauptviews, die kommen erst morgen. Ah, ich bin zu schlecht mit der Waffe. Ich treffe einfach nicht. Das ist unglaublich, dass ich mit der Waffe einfach nichts treffe. Für mich ein Rätsel. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach allgemein, der Livestream war richtig awesome gewesen, also es ist ziemlich knapp geworden, also die Views waren halt nicht so viel, das waren nur 60 Views, die das gesehen hatten, und das war knapp. Und ansonsten, ich hatte das auch noch in der Steam-Gruppe veröffentlicht, dass ich wohl einen Livestream machen werde. Tja! Wieso nicht, habe ich nicht die Pistole gezogen eigentlich, ich Vollpfosten? Weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, im Großen und Ganzen kann man sagen, die Leute haben den Livestream sehr hart gefeiert. Ich habe sehr viel Lob dafür bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Jesus, man! Leben, danke. Okay. Market hat gerade einen Punkt gemacht. Seht ihr, ich treffe nicht mal den Heavy. Okay, doch. Okay. Ah! So. Also wie gesagt, ich wurde dafür ziemlich gefeiert für den Livestream, habe sehr viel Lob bekommen, was ich natürlich sehr außer Ordnung finde. Was übrigens, da ich gerade so viel Lob bekommen habe, auf jeden Fall für mich, also sagen wir es mal so, in meinem Kopf ist jetzt die Sache drinne, Livestream machen wir öfters, und zwar wirklich öfters. Ich möchte mindestens wöchentlich, eigentlich öfters wöchentlich, also mehr als einmal. Ah, geht das runter? Nein, es geht weiter hoch. Ich habe versagt. Wirklich sehr hart versagt. Doppelhart versagt. Ja, was wir im Livestream gespielt haben, das war natürlich einmal TF2. Das haben wir so die ersten 1,5 Stunden gespielt, von 8 bis halb 10 um den Dreh. Auf mehreren Servern. Den ersten Server, wo wir drauf waren, das war Orange. Das war ein Orange-Server. Den haben wir erstmal komplett zum Laggen gebracht. Nein. So, bei Sky kann man sowas spielen, das finde ich toll. Ja. Wie gesagt, also wir haben den ersten Server erstmal so hart zum Laggen gebracht, dass wir, also, dass man konnte zwar irgendwie spielen, aber es war ein unangenehmes Spiel. Haben wir den Server gewechselt auf einen anderen Orange Server, auch mit einer anderen Orange Map. Und dort haben wir erstmal lange gespielt und auch ziemlich, fuck off. Und auch ziemlich gut was geregelt. Als Pyro bin ich da, ich weiß nicht, wie hart ich da durchgedreht bin, aber ich bin extrem durchgedreht in dem Sinne. Ich hab äußerst gut gespielt. Natürlich hatte auch, zwischenzeitlich 2 bis 3 Medics teilweise bei mir, was ich habe es im Live-Mob, glaube ich, so beschrieben. Ich bin zwar nicht so skilled, aber mit den Medics hole ich den besten Skill raus überhaupt, sage ich jetzt. Irgendwie so habe ich es gesagt. Ich habe leider nicht mehr genau Wortlaut. Ach Scheiße. Ich glaube, ich wechsle mal eben zu Scatter. Ich treffe einfach so schlecht mit dem Ding. Ich verstehe mal nicht warum. Ja, danach, nach TF2, habe ich kurz einmal Prison Architect, mein Mega-Gefängnis, gezeigt, was leider komplett kaputt gegangen ist wohl. Der Speicherstand ist wohl beschädigt worden. Keine Ahnung warum. Warum ausgerechnet in dem Moment? Es war einfach nur total beschissen, weil ich hatte den vorher noch aus, mit da ging noch alles. Und auf einmal ist mein Speicherstand kaputt gewesen. Bisschen enttäuschend, bisschen traurig, aber nicht schlimm. Uah. Du triffst mich nicht damit. Nein! Meine Güte, Entschuldigung. Dass ich einen Schusskraft verballert habe. Ah, ich meine, getroffen wurde, so.
Ja, danach haben wir... Nee, das haben wir zum Schluss gespielt. Danach haben wir The Binding of Isaac gespielt. Das, ich bin übrigens sehr überrascht gewesen, wie sehr, dass ihr das wollt. Also es waren ja mehrere Spiele immer zur Auswahl. Und Binding of Isaac war ja absolut der Livestream-Wunsch. Ich war äußerst überrascht. Ich habe sogar im Livestream erstmal gefragt, ob ich das nochmal let's playen sollte. Und ich habe da auch nur positives Feedback zu bekommen. Ich muss sagen, ich meine, das ist ein geiles Spiel und ich kann verstehen, dass viele Leute es lieben. Ich war nur so überrascht, dass es immer noch so gewollt ist. Ihr versteht, wie ich das meine, oder? Ich hätte ja einen Stair-Step versucht, Kollege. Ja, nee, schade. Ja, auf jeden Fall, Binding of Isaac lief ein bisschen stotternd ab, aber das hatte leider den Grund, da, ich wollte halt eine gute Runde, dementsprechend wollte ich nicht halt... Da, wieso steht da eine Sentry? Heilige Scheiße. Ja, also, ich hatte ein Problem, da ich viele Items nicht mehr kannte und ich halt immer auf die Antwort der Leute warten musste. Dann, wir hatten ja Kane genommen und dann bei diesem komischen, da war so eine Stelle mit so einem normalen Automaten und noch einer Blutbank und dann mussten wir immer hin und her und da waren auf einmal ganz viele Misc-Items und auch die zwei dieser komischen Mützen, Flat Penny und Blood Penny und ich hatte keine Ahnung und bla und bli und das hat sich, glaube ich, gefühlt 10 Minuten hingezogen, keine Ahnung wie lange. Oh, shit. So, ganz ruhig bleiben. Ach, seht ihr, solange man ruhig bleibt, trifft man dann. Da steht schon wieder eine Sentry. Ist meiner. Oder auch nicht, oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall so viel zu Binding of Isaac. Also es hat, wie gesagt, es gab Stellen, wo es ein bisschen lang gedauert hat, aber dann war wieder alles okay und allgemein, ich werde es wohl öfters wieder spielen. Allgemein, auch im Privaten jetzt wieder. Weil ich habe so wieder, ich habe ja, diesen, diesen Moment, wo man merkt so, dass ein altes Spiel wieder so extrem fucking viel Spaß macht. Diesen hatte ich wieder in dem Moment. Ja, am Schluss haben wir dann noch Surgeon Simulator gespielt, was ich ein bisschen schön gestaltet habe. Ich habe halt euch die Möglichkeit, also den Gästen im Livestream habe ich halt die Möglichkeit gegeben, dass sie selbst auswählen können, wie ich den Patienten operiere. Da sind ein paar lustige Sachen rausgekommen. Oh, 180 Crit. Wieso? Habe ich dafür keinen Assist bekommen? 180 Schaden ist nicht ein Assist wert. Das war jetzt ein schönes, konkretes, heftiges Beispiel. Für unfaire Sache bei sowas. Wow. Ja, auf jeden Fall. Das mit dem Patienten operieren wäre auch sehr lustig. Das gerade mit Bleistift und Ribcage öffnen. Hat auf jeden Fall so oder so nicht funktioniert, aber war auf jeden Fall erstmal lustig mit anzusehen. Verdammt. Ich lebe noch und ja, ich bin dankbar. Ich trieb ab, doch Musik war mein Anker. Ich habe unglaublich vieles vergeigt, doch die Sonne scheint und ich fliege da rein. Und tja! Haha, Crit. Ich bin so oder so tot. Juhui! Haha, ich kann ja auch in den Tod springen. Weil ich habe halt durch die Pocket Pistol bekomme ich immer 5 Feuerschaden pro Sekunde. Ja, aber ich denke, so viel zum Livestream. Auf jeden Fall den Livestream. Ich werde jetzt oft oder beziehungsweise öfters Livestreams wiederholen, einfach weil es cool war. Es hat mir selbst äußerst viel Spaß gemacht. Und gerade auch mit der Community immer im direkten Kontakt zu stehen, zu chatten und so weiter. Es war sehr, sehr awesome, es war sehr, sehr schön auch. Und das zeigt nur, dass ich viele Leute habe, die da draußen mich feiern und was natürlich immer auch wieder ein cooles Gefühl ist. Nope. Ob ich den das Handy auch bauen lassen würde. Oh, problematisch. Ein bisschen ist es immer problematisch. Sniper? Nein. Ich sehe einen roten Punkt, Kollege. Ja, eine TF2-related News. Nichts mit Updates leider. Schade. Aber etwas mit, worauf die Community lange jetzt gewartet hatte. Nicht lange, aber was halt angekündigt war und worauf man sich gefreut hatte. Und zwar die LAN-Party, die I-49 in Amerika. Oh mein Gott. Notfall. Shit. Da wurde halt eine Dokumentation drüber gemacht, sage ich jetzt mal. Diese Dokumentation ist jetzt gestern rausgekommen. I-49, TF2 Dokumentation. Ging halt darum, um die World Championships in TF2, World Championship, muss ich glaube ich nicht so sagen. Auf jeden Fall große LAN für World Championships dazu. Ich sag jetzt nicht, wer gewonnen hat, weil es... Ja, manche wissen es nicht und es ist jetzt auch nicht interessant für alle oder... Aber auf jeden Fall, es ist halt im Großen und Ganzen der leitende Storyfaden in der Dokumentation.
Was ich persönlich ein bisschen blöd finde, muss ich auch dazu sagen. Einfach weil, ich finde die Dokumentation haben sie allgemein ein bisschen, oh, wieso habe ich ihn jetzt nicht nochmal getroffen? Also, allgemein, die Dokumentation haben sie ein bisschen vergeigt. Da gibt es mehrere Gründe für, also zumindest für mein persönliches Empfinden. Ich muss mich zurückziehen, das ist zu viel. Das sind drei Scouts, die mich gerade kaputt machen wollen. Und zwar, sie haben halt sehr, sehr viel, ich meine, Dokumentation ist ja klar, man spricht viel mit den Leuten, aber es wurden halt sehr, sehr viel einfach nur die Spieler interviewt, also die mitspielen dort. Und das ist es dann gewesen, irgendwie. Also, da wurden ein bisschen ein paar Gameplay-Szenen gezeigt, also wirklich, Spielerinterviews, vier oder fünf Stück, Gaming-Szene, zwei, vielleicht so zwei, drei kurze, dann wieder fünf bis sechs Gaming, also Gamer-Interviews. Also halt so zu ihrer eigenen Person, solche Personen-Interviews. Ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen bescheuert. Ich meine, okay, es ist doch mal, es ist ganz interessant, vielleicht mal sowas über die Person direkt zu lernen, ne? Es war zu klar, dass es dabei war. Aber irgendwie in dem Moment, also irgendwie auch in der Dokumentation, ich meine, es war einfach, es hat sich einfach zu lange hingezogen, war zu uninteressant. Ich meine, ich will ein bisschen über TF2 lernen, vielleicht lässt sich auch in der Dokumentation, ich meine, das ist Dokumentation. Ich meine, ich weiß nicht, ob die nur für TF2-Spieler war oder auch allgemein für andere Spieler. Wenn es nur für andere Spieler war, also wenn sich das hauptsächlich an andere Spieler gerichtet hat, dann war mir das ist es ein Tickchen zu trocken gewesen. Auch persönlich, wenn sich das nur an TF2-Spieler richtet. Ich meine, mich interessiert das jetzt nicht so brennend, was da, wenn da 25 Spieler ihre Lebensgeschichte erzählen. Irgendwie, ja, ich hab mich mehr über Themen direkt über die i49 gefreut, die sich direkt darum gehandelt hätten, aber naja. Es ist trotzdem eine ganz schöne Doku, die auch ein paar geile Szenen zeigt. Ein paar heftige Szenen, wo man dann trotzdem wieder mitfiebert, wenn es doch so ein paar längere Gaming-Szenen sind. Gerade als irgendwie, ja, gerade, also Team gegen Team, wo dann zwei Fast-Captures gemacht, also nicht Fast-Captures, aber Captures gemacht wurden, die das gegnerische Team nicht erwartet hatte, also Last-Point-Captures. Die waren schon ziemlich cool und awesome, aber irgendwie, ja. Also ich würde sagen, von der Skala von 1 bis 10 würde ich ihm eine 6 geben, dem Film. Nichts Besonderes, nichts zu Schlechtes. Eine ganz solide, normale Arbeit, die jetzt nicht herausragend ist, aber auch nicht, also nicht herausragend, weder in positiven noch im negativen Sinne. So, das war doch eine schöne politische Antwort, oder nicht? Oh mein Gott, Ottoman Sentry. Ist Ottoman Sentry? Nein, cool. Ah, Sama! Haha, getroffen! Nein! Warte mal. Ah ne, ich kann die nur als Bein benutzen. Voll fassen. Das war, da hat mein Gehirn gerade nachgelassen. Ich kann gegnerische Teleporter nur als Bein benutzen, nicht als Scout. Wow. Gott, habe ich schon viel geredet. Oh mein Gott. Genau, kleine Minisachen noch. Wie die meisten hier wissen, beziehungsweise eigentlich fast alle, bis auf die neuesten Neulingen, keine Ahnung. Man kann mich in Steam immer in der Freundesliste hinzufügen. Ich nehme diese Leute dann noch im Normalfall an, chatte mit denen und man kann dann immer wieder mitchatten. Das ist halt ganz normal bei mir und ja, so bin ich halt als Let's Player. Ich bin dann offen gegenüber der Community und möchte auch engen Kontakt mit der Community halten. Deswegen chatte ich halt mit jedem, der es möchte. Nun habe ich das Problem, ich habe jetzt seit vorhin, habe ich den letzten Freund angenommen, den ich konnte. Meine Freundesliste ist mit 370 Freunden komplett voll. Das heißt, ich werde jetzt mal wieder anfangen, Freunde zu löschen. Natürlich nicht Leute, mit denen ich schon öfters gechattet habe, allgemein Namen. Es bleiben im Gedächtnis. Also ich kann mir zwar allgemeinen Namen nicht merken, aber wenn ich einen Namen sehe, dann weiß ich, ob ich schon mal mit dem was gemacht habe oder nicht. Dementsprechend, Leute, mit denen ich schon öfters was gemacht haben, müssen nicht mehr fürchten, irgendwie aus der Liste zu fliegen. Leute, die mich mal geaddet haben, aber irgendwie noch nie mit mir gechattet haben, solche gibt es nämlich halt auch, die auch noch nie hinterhergejoint sind oder so, solche Leute werde ich löschen oder halt Leute, die so länger als 20 Tage offline waren, sofern ich sie nicht gut kenne. Oh, der Crit war richtig fies. Der war absolut fies. La 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 la. Haha, Mr. Engineer. Ah, warum sind hier eigentlich so viele Scouts? Das ist ja schon irgendwo heftig, wie viele gegnerische Scouts da sind. Weil der Team nimmt mich schon zum zweiten Mal. Oder nee? Nee, aber beide mit Soda Popper Scouts. Ich meine, muss ich nichts zu sagen, glaube ich. Will ich auch nichts zu sagen. Haha.
Ah, ja, auf jeden Fall, meine Freundin ist voll, das ist jetzt ein bisschen, also das heißt, wenn ihr mich addet, müsst ihr ein bisschen warten, dass ich euch mal annehme, das könnte dann sich etwas hinziehen. Und das letzte, was ich noch eben raushauen möchte, und zwar, ich feiere momentan einen Hip-Hopper, sehr, sehr gut, sehr, sehr groß, sehr, sehr viel, nee, ich feiere den sehr, sehr viel, sagen wir es so. Und zwar, oh, fuck, und zwar, Herr von Grau, den höre ich jetzt schon etwas länger, Herr von Grau hat, sag mal, diepe Texte, und ich weiß, das hat das Auto hier gleich reinrennt, nee, doch nicht. Herr von Grau hat sehr, sehr coole, diepe Texte und deswegen mag ich, höre ich noch momentan so gerne. Auch teilweise sehr sozialkritische Texte, die, wo sich Leute das einfach theoretisch nicht trauen würden, das zu sagen. Er redet sowas, er sagt sowas auch raus. Er sagt sowas out laut heraus. Hört sich auch scheiße an. Also er rappt halt über solche Dinge, halt über auch Religion, Religionsfeindlichkeit mit hier, dass man Mohammed nicht zeigen darf und solche Geschichten, sowas rappt er halt auch und nimmt auch Klischees auf und solche Geschichten und wie die Welt hat, Menschheit heute denkt, ich hab die Welt vom auf Fernseher gesehen und weiß, wie die Erde sich dreht und solche Geschichten, solche Texte. Und er hat gestern ein neues Album rausgebracht und ich bin verdammt glücklich. Und ich bin verdammt süchtig nach diesem Album, weil ich das so hart feier. Okay, jeder hat jeden getroffen, das war doch Deal. Tut mir leid. Ah, nein, nein, nein! Da hat aber jemand einen Lucky Treffer und da hat jemand seine Waffe gewechselt. Mhm. Nee, aber dieses neue Album, wie hieß es nochmal? Herr von Grau, Freiflug heißt das Album, ist seit gestern rausgekommen und ich feiere das Lied. Ich feiere die Lieder schon so geil. Und das sind auch teilweise, das erste Lied handelt halt davon, wie er so ein bisschen in Drogen abgeschlittert ist und dann wieder rausgekommen ist. Und ich liebe den Refrain, dieses, ich singe das jetzt mal ganz schlecht vor. Ich lebe noch und ja, ich bin dankbar. Ich trieb ab, doch Musik war mein Anker. Ich weiß nicht genau, was, wann, war doch Blicke in die Sonne und ich schwöre, es wird anders. Natürlich jetzt von mir aus mega schlecht, aber ach, allein wie der Refrain anfängt, dieses kleine Musikstoppen und dann, wie es awesome wird schon wieder. What? Wie ist der denn gerade gesprungen? Ah! Seht ihr? Zwei! Nein, 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 nein. Wieso bist du jetzt ab? What the heck? What the heck? Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Einer ist auf einmal AFK gegangen? Der andere, den habe ich random getötet, durch Skill getötet, da ich mich irgendwie glücklicherweise perfekt bewegt habe in dem Moment und der seinen Schuss verballert hat. Und dann noch der Soldier. Wow! Dazu einmal gerecht und einmal dominiert. Das war cool. Und das ist ein perfekter Abschluss für das heutige Let's Play. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst ja, kommentiert und liken. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.